Herzlich willkommen zurück im Viertelfinale dieser WM 2002 in Korea, in Ulsan. Spielen Deutschland, nicht England, Italien gegeneinander. Ich weiß nicht, warum ich England sagen wollte. Deutschland und Italien, absoluter Klassiker. Ein fantastisches Spiel. Ich hoffe, ich sage danach, wir haben die Pisa 4-0 vom Platz gespielt. Na egal. Es wird nicht lang gefeiert, es wird direkt gefightet. Anstoß, 90 Minuten auf dem Weg zum WM-Finale, dass wir gegen Brasilien 2-0 verlieren werden. Nein, Freunde, es wird schon. Wird schon, Deisler. Ganz ehrlich, diese linke deutsche Seite ist stark ohne Ende. Gibt's gar nicht. Er wird gefoult, aber nee doch. Ob man da gelb geben muss, weiß ich nicht. Nee, doch. Kann man machen. Eventuell ist Carsten Janka jetzt fürs Halbfinale gesperrt. Das wäre schlimm. Wenn es so wäre. Aber erstmal müssen wir natürlich dieses Spiel gewinnen, bevor es irgendwie im Halbfinale geht, klar. Da wird Asamoah geschickt. Schön. Gerard Asamoah. Ah! Ja! Patzer von wer auch immer im italienischen Tor steht. Und dann bleibt er voll in der Mitte stehen, macht den Winkel nicht spitz, gar nicht. Und dann macht Asamoah den auch rein, ganz klar. Wenn der Ball hatte Zug, trotzdem. Hätte man es machen können. Ja, 1-0. So stelle ich mir den Start vor. Ja, aber wie gesagt, Chancenverwertung muss man nutzen. Und das hat Deutschland zumindest in diesem Spiel bisher getan. Eine Chance, ein Tor. Aber klar, Italien, die werden jetzt natürlich alles dran setzen, hier zu treffen. Gut. Von Oli Kahn. Raus damit. Also ich hatte ja auch im Let's Play ganz verrückte Spiele. Ich habe 2-0 geführt, dann 2-3. Dann mache ich das 3-3 in Minute 90 und Golden Goal. Irgendwas gab es mal gegen Frankreich oder so. Ja, also gegen die Großen heißt eine Führung überhaupt nichts. Das muss man sich immer bewusst sein. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man natürlich auch konzentriert genug spielen, um sowas zu verhindern. Ball hinter Christian Wörns. Hat er. Schon. Janka geht immer sehr schnell direkt nach vorne. Der Ball ist... Ne, der ist nicht zu weit. Kann er retten. Allerdings nicht mit einer guten Richtung versehen. Schade. Italien um Francesco Totti. Müsste ja der Star der Mannschaft sein. Asamoah wieder schlecht. Also die Abwehr von Italien steht natürlich auch gut genug, um solche Bälle zu verhindern zu wissen. Jeremies, ist mein schöner Trick auf sich selbst. Aber da läuft niemand mit, Herr Janka. Ich weiß gar nicht, ob es so schlecht ist, dass wir Janka eventuell verlieren. Durch eine Gelbsperre. Bin mir noch nicht sicher. Asamoah! Scheiße, Junge. Okay. Geht schon. Das ist doch Metzel da. Ah, das ist ein Foul, das wird gelb geben. Ich glaube, diese gelbe Karte, ja, die ist absolut vertretbar, das war taktisch. Und auch einfach ein bisschen spät. Ist in Ordnung. Christian Wörns ist aber auch da. Kann es entschärfen. Nach 30 Minuten. Gerard Asamoah. Ja, nicht schlecht. Kann man mal machen. Ich hatte eher die Sorge, dass der Ball... Also dass der... Oh, meine Güte, das gibt Rot. Das war der letzte Mann, das war einfach nur dämlich. Immerhin will Italien mit Torschuss machen. Ja, das ist Francesco Totti, die Nummer 10.
die Legende. Ja, da muss man jetzt, da muss ich vielleicht eine Halbzeit umstellen. Für den Moment ist erstmal Carsten Janka unterwegs. Macht es 2-0 und den Sack schon halb zu. Carsten Janka. Super Parade. Von, keine Ahnung. Bisschen schade, dass die Spielernamen nicht eingeblendet werden von Italien. Macht das Kommentieren schwer, wenn ich das einzige Francesco Totti hier kenne. So mit Namen und zugehörigem Aussehen. Ich meine, ich kenne bestimmt mehr von den Namen, aber ich kann es halt nicht zuordnen. Ricken kommt nicht hinterher, muss aber auch nicht, weil Italien zurückspielt. Jetzt Zelda. Das ist wohl Totti. Und Oli Kahn mit einer Weltklasse-Parade. Können wir eigentlich direkt mal... Moment, nein. Ja, aber nein. So. So, Lars Ricken spielt jetzt hinten. Weiß nicht. Wie können wir denn reinbringen? Linke, ja. Oh, Thomas Linke. Wird wahrscheinlich nach dieser Ecke eingewechselt werden, um diesen Verlust hin zu kompensieren, Metzelder. Und raus. Scholl, Janka. Ja, kriegt den Ball nicht durch zu Nemeth Scholl. Deißler. Na, also Moore hat den Ball fast gehabt. Also merkt Italien deutlich gefährlicher, was Sturmambitionen angeht. Aber auch hinten anfällig. Asamoah. Guter Schuss. Man kann übrigens beim Schuss so lange aufdrehen, wie man will. Es sei denn, man erreicht den letzten Balken, den roten Balken. Dann ist der Schuss versemmelt. Janka. Gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Spiel des Tages wird wieder der Keeper sein von Italien. Das ist gut, dann erfahre ich immer seinen Namen. Asamoah. Ja, tu es. Gerard Asamoah. Ja! Pfosten drin, scheiß drauf. Das ist nicht der Todesstoß für Italien, aber das ist so wichtig. Dieses 2-0 zu machen. Thomas Linke kommt als Defensiversatz. Und Deutschland, ich meine, es sind nicht zwei Chancen, zwei Tore, aber vielleicht fünf, sechs Chancen, zwei Tore. Das ist eine Ausbeute, mit der man, glaube ich, zufrieden sein kann. Mit der man was anfangen kann. Und Carsten Janka wird abgefangen. Und das, ja, das wird... Das wird gelb-rot geben. Hatte ich im Moment, hatte ich schon gelb? Ja, ich hatte schon gelb. Klar, gelb-rot. Deutschland zu 9, das tut weh. Das tut wirklich weh. Und ich glaube, jetzt man wird diese 2-0-Polster brauchen, wenn man sich irgendwie durchretten will. Halbzeit. Ich glaube, selten meine Ausgangsposition so gut und so schlecht gleichermaßen. ...45 Minuten gilt es noch zu überstehen. Und ich meine, weil Janka fliegt, es steht schon 2-0, da muss man sturmmäßig nicht viel machen. Denn man hat immer noch einen Gerard Asamoah, der stets aus dem Nichts zuschlagen kann. Grätsche läuft, Grätsche gut, Ball in die Mitte, Gerard Asamoah. Ja! Das ist es! Direkt abgenommen, Italien ist K.O. Das können sie nie im Leben aufholen. Never. Italien ist eine Top-Mannschaft, aber das Ding ist durch. Das Ding muss durch sein. Selbst zu 9. Vielleicht 3-1, eventuell 3-2, aber nie im Leben wird das noch der Ausgleich für Italien. Vor allem, wenn Asamoah noch einen reinhaut. So nah dran. Also jetzt auch ziemlich nah am Halbfinale gegen Mexiko oder so. Habe ich nicht auch mit Mexiko eigentlich? Ich weiß gar nicht, mit wem ich im LP alles
gedingst habe, gespielt habe, außer Deutschland und Türkei. Irgendwer war da noch. Es könnte Mexiko sein. Ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dieses Ergebnis zu retten. Der Einwurf für Deutschland. Nein, schade. Ich war mir nicht sicher. Ist okay. Ich bin hinter dir. Ja, ich bin nicht schwul. Falls jemand nicht gehört hat, kam von außen, ich bin hinter dir. Hinter dir! Weiß ich nicht. Linke. Ich wusste gar nicht, das linke Sternverteidiger. Das ist interessant. Weiß gar nicht, was die Besonderes können. Ha. Linke, ja, da kann ich behaupten. Vielleicht sind sie, oder vielleicht haben sie auch einfach nur einen Efe-Pass. Wäre ein bisschen dumm, aber egal. Asamoah, komm. Mach den Sack zu. Das ist vielleicht die siebte Chance, Asamoah. Diesmal hat er ihn. Keeper kann gerade so klären. Ich habe Italien, das sind einfach keine Ambitionen, die die ja vorne zeigen. Und dann ist es Asamoah, der das 4-0 schon wieder auf den Fuß hat. Sebastian Deisler. Komm nicht ran. Wörns. Ich meine, wenn es 3-1 fällt, das wird natürlich psychologischen Aufschwung geben für Italien. Damit muss man erstmal klarkommen. Dann. Super gegrätscht von Linke. Getackelt er. Weltklasse. Dritte Ecke Italien. Das ist auch das Einzige, wo es 3-0 für Italien steht gerade. Eckenverhältnis. Oh, Linke macht das aber super. Der Metscholl. Ja, Ricken kommt durch. Ob der jemand in der Mitte ist, das Ballack. Yes! Das nimmt hier argentinische Ausmaße an hier. Viertelfinale 2010. Deutschland 4, Argentinien 0. Und das scheint sich wieder anzubahnen. Zu neunt auch noch. Das muss man sich mal vorstellen. Also hier, das ist natürlich nicht gegen Argentinien. Das ist 10, aber hier. Wahnsinn. Hier haben die Squadra Azzurra 4-0 vom Platz gefegt. Habe ich da nicht gesagt, genau das wollte ich nach dem Spiel hören? Jetzt höre ich es wirklich. Das war eher scherzhaft gemeint, aber wir sind auf einem Weltklasse-Weg dahin. Nicht vergessen, 2010 haben wir im Halbfinale verloren. 0-1 gegen Spanien, soweit ich weiß. Doch, Spanien, klar, die auch später Weltmeister wurden gegen Holland im Finale. Nach Verlängerung. Asamoah. Kriegt den Ball leider nicht durch. Zu Scholl, der da. Nee, zu Ballack, der da vorne gelauert hat. Und das ist Oli Kahn, der das 4-1 verhindert. Nike. Scholl. Ja, ganz ehrlich, das 5-0 glaube ich jetzt nicht. Das wäre auch ein bisschen sehr viel. Sollte sich Deutschland eher ein bisschen schonen. Dass man das im Viertelfinale gegen Italien sagen kann, hätte ich auch nicht gedacht. Asamoah, super durch. Gibt's auch das 5-0. Gerard Asamoah, nein. Oh, Ballack, Weltklasse, antizipiert diesen Ball. Kommt rein, Asamoah. Asamoah! Ja! Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich hätte mit viel gerechnet, aber damit keine Chance. Wirklich. Das ist unglaubliche Chancenverwertung. Das ist Ballsicherheit ohne Ende. Das ist eine italienische Mannschaft, die es einfach nicht auf die Reihe bekommt. Nach so einem 3-0, nach so einem 4-0, das Spiel gegen Saudi-Arabien, da ist die Mannschaft, da ist Italien kaputt. Das heißt, da kann jedes Ergebnis danach passieren. Was halt entsprechend nur für Deutschland ist, natürlich. Da ist so eine Mannschaft gebrochen. Es sei denn, du heißt Schweden und holst ein 4-0 gegen Deutschland zum 4-4 auf. Aber das ist was anderes. Das war auch nicht WM. Und 5-1. Christian Vieri, na klar. Natürlich kenne ich diesen Namen.
Aber wie willst du denn, also, wie willst du sowas im Gesicht zuordnen, wenn Asamoah so aussieht, wie er aussieht? Das ist von der Realität doch ein bisschen entfernt. Asamoah. Das ist amazing. Also ich hoffe, jeder hat dieses Spiel genossen. Denn das nächste, da wird mit Genießen nicht mehr so viel, glaube ich. Ballack. Kann ich mal gönnen. War okay. Aber mehr auch nicht. 5:1. Von der Differenz her wie 8 Jahre später gegen die Argentinien. Argentinien im Viertelfinale 2010. 4 Tore Unterschied gewonnen. Wahnsinn. Jetzt nur nicht gegen Spanien rausfliegen. Oder wer auch immer kommt. Ich glaube, Spanien ist schon raus. Der Spanier hat die Gruppe überhaupt nicht überstanden. Ja. Mexiko. Ich habe es vorausgesagt. Auf deiner Seite Frankreich gegen Argentinien, Brasilien. Bye bye. Gibt keine Finalrevanche, wenn wir da hinkommen. Aber gegen Mexiko, ich bin optimistisch. Sagen wir so. Freunde, Wahnsinnsspiel. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und das nächste Mal, das ist das Halbfinale. Deutschland gegen Mexiko.